Und Schreiben ist für mich ein bisschen wie Spielen. Also so wie ein Kind mit einem Ballspiel spiele ich mit Worten und Charakteren und Emotionen auf Papier. Ich heiße Melanie Rabe und ich bin Autorin. Ich komme vom Theater. Ich habe, als ich Teenager war, angefangen, Theater zu spielen, was, glaube ich, sehr gut für mich war. Ich war ein relativ schüchterner Teenager. Und was mir am Theater am meisten gefallen hat, war gar nicht so sehr das auf der Bühne stehen, Applaus bekommen, im Mittelpunkt stehen oder so. Ich mochte immer die Arbeit am Text. Kurioserweise kommt mir das jetzt als Autorin natürlich auch zugute, weil es dann natürlich auch darum geht, eine Sprache für einen fiktionalen Charakter zu finden und den auch zu verstehen. Meine eigenen Schreibsünden sind definitiv die Gedichte, die ich als Teenager hervorgebracht habe und die mich sehr erpressbar machen. Und ich hoffe, dass sie niemals in die falschen Hände geraten. Mein Buch heißt Die Falle. Es ist ein literarischer Thriller und er erscheint im März 2015 bei BTB.